Hallo liebe Freunde des Bodensports. Ich bin heute im bayerischen Pöllenberg. Also allein schon der Einschießplatz, die Anmeldung wirklich vom allerfeinsten, hochprofessionell. Wirklich sehr schön. Bin mal gespannt. Ich bin noch am Einschießplatz, was mich hier erwartet. Kurze Impressionen von hier. König der Löwen, kurzes Statement, ich habe dir gerade zwei Pfeile ins Hinterteil geschossen. Ja, okay, ich wäre auch sauer. Ich werde ein bisschen was dokumentieren, vielleicht jetzt nicht so ausführlich wie Eisenbach. Das war eine scheiß Idee. So, erstes Ziel mit kleiner Neuinterpretation der First-Person-Archery, was leider nicht funktioniert hat. Aber egal. Der Igel in seinen Flügel, unser Murmeltierchen. Das nennt man jetzt mal eine gute Feldgruppe. Ja? Tschüss, Murmeltierchen. Im September sind hier wohl irgendwie deutsche Meisterschaft, 3D. Don't know, aber wenn ihr herkommen solltet, ich glaube, Blick auf die Homepage ist nie verkehrt, weil der Verein scheint sehr aktiv zu sein. Was man, das darf ich jetzt glaube ich wirklich sagen, nach zwei Zielen vermerkt, wie detailverliebt die Leute hier sind und wie gern sie das machen. Oh, das schaut auch nice aus. Fuchs und zwei Truthähne. Jörg, extra für dich ein Fuchs, zeige ich dir. Die Frau Trude und der Fuchs extra für den Jörg. Wirklich schöne Gegend hier. Genial. Ja, ah, schaut mal dahinter. Büffelherde. Witzig, total mit Fell und so. Echt sehr geil gemacht. Oh, ihr schaut aber traurig. Gell? Jetzt geht's wieder in den Wald. Ja, da freue ich mich, es geht in den Wald. Da ist ein bisschen kälter. Ich gehe in die Wälder, da ist kälter. Ich bin zwar erst am Anfang, aber falls dieses Video irgendjemand von dem Verein hier von Pöllenberg sehen soll, ganz ehrlich, hier der Parcours, auch wenn ich erst am Anfang bin, ist für mich das Monaco der Formel 1. Super klasse, also Wahnsinn. Sehr nettes Detail. Ja, allein schon die Burgeraufhängung. So, mal schauen.
gelandet. Genial. Also diese Detailliebe ist wirklich wow. Also wann ist sie getroffen? Mal echt mal angucken, das ist wirklich so genial. So genial gemacht, diese Konstruktion. Ja. Gigantisch, wirklich. Wirklich gigantisch. Also gut ab vor der Leistung. So, ich bin jetzt bei Ziel, ich glaube 10, 11, 12 müsste es sein. Nashorngruppe. Ich versuche mich vom roten Pflock hier hinter mir. Seht ihr das Nashorn? Da ist gerade noch eine Familie. Warte ich natürlich. Ich habe Messe, sind 86 Meter vom roten Pflock. Ich probiere es einfach mal. Hier ganz dahinter, hinter der Gruppe. Da wunderschöne Ziele. Auch von einem Künstler speziell gemacht, weil diese, also in, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich stand da nicht neben Nashorn, aber ich könnte mir vorstellen, dass die doch schon Originalgröße sind. Also leider 9 Pfeile daneben geschossen. Ja, hat er Glück gehabt, der Nashornbulle. Aber ich auch, also sagenhaft. Ich habe es leider nicht geschafft. War kurz davor, kurz hinter dran, unter der Bein durch. Ja, aber gut. 86 Meter ist schon wart. Mal eine Erfahrung. 9 Pfeile. Ja, ist okay. Bin zufrieden. Nächstes Mal wird es besser. War generell auch wahnsinnig schöne Gegend hier. Ich finde einfach die Art, wie es gestellt ist. Alles passt alles irgendwie. Es ist toll gemacht, überall hängen irgendwelche, kann man die Bogen aufhängen, Sitzgelegenheiten im Schatten, in der Sonne. Die fahrende Wildsau vorhin, die war wirklich Highlight, fand ich echt genial und bin begeistert, ja. Gestern war ich ja Bogenparcours Kummersklinge, hat mir auch sehr gut gefallen, sehr wirklich ganz, ganz toll gestellte Ziele mit viel Liebe, mit viel Enthusiasmus, da merkt man einfach, da stecken Vereine dahinter, die machen das einfach gern. Fand ich ganz toll. Viel im Wald, auch am Bach entlang. Nur ordentliche Strecke, 4,5 Kilometer sind es, habe ich gemessen. Ein bisschen hoch runter, nicht so wie bei uns im Schwarzwald, aber ich war schon gut bedient hinterher. So ein schattiges Plätzchen hier, ich würde gerade gern sitzen bleiben. So geil einfach hier. Hinsenen, Entgretenen, Rücksröckli, Wöchs und die Gehölzenen. Frei nach Otto Walkes. Wie geil ist denn das?
eine Pfeile ist mal ganz brutal ab. War nicht getroffen, das Schneckle. Hier voll auf der Bommel drauf. Jetzt gucken wir mal, wo der hin ist. Und da ist er. Sackzement. Ja, die Pfeilformate, die war nötig. Ich habe die kleine Schnecke, sieht man sie? Du Schnecke. Ja, hier. Ja. Das kleine Luder da. Und da sprang der da quer durch die Pampa. Sehr gut. Ich finde es toll, wenn Leute mitdenken, bevor sie irgendwas bauen. Bei Hotzenplatz Märchenwald-Style. Die Wegweiser, überall die rote Pfeile, finde ich wirklich sehr toll gemacht. Auch wieder sehr schön arrangiert, wie ich finde. Diese zwei Rehböcke. Echt toll. Natürliche Backstop. Sehr schön. Ich glaube, ich hätte da einen Zipfele gehabt, der auch diese. Ja, also ich schieße einen 30 Pfund Bogen. Darf ich die Marke fragen? Wäre das Werbung? Keine Ahnung. Na, da hat mir halt der Beste gepasst. Egal, Fachleute, wie ist es? Meine Pfeile, ganz ehrlich, die suche ich nach der Optik aus. Welche Feder man am besten findet, und die passe ich dann immer der Gegebenheit an und schieße mit dem, was ich am besten finde. Witzigerweise schieße ich eigentlich mit einem Pfeil ziemlich gleich gut. Ja gut, jeder eingefleischte Bogenschütze wird sagen, wie der spinnt, jedes Mal andere Pfeile. Meine Spines sind zwischen 800 und 700, glaube ich. Und ich meine, ich will ja nichts sagen. Moment. Aber der war voll im Kill. Hä? Okay. Besser geht's echt nicht. War das gut oder war das gut? Ja, natürlich. Ziel Nummer 20. Diese zwei Steinböcke. Yes, it's nice. Mein Edelstreitross. Getroffen. Echt sehr witzig gemacht hier, diese Wildschweingruppe. An mein lieber Freund Hoddy. Ich habe jetzt auch drüber und runter geschossen. Extra nur für dich. Hihi. 29. Es geht dem Ende entgegen. Maradona-Schuss.
ja nicht sagen. Aber ab sofort bin ich Sir Robin von Loxley. Das war ja mal ein Traumschuss. Ein Traumschuss. Klassiker. Wieder voll ins Geläuf. Das hier, das will ich machen, ist mir schon klar. Jetzt muss ich durch. Ins. Ja, sogar das zweite Kind suchen. Dahinter ist der neue Block. Ich glaube, das letzte Ziel. Ich bin jetzt echt platt. Jetzt ist schon wieder gut warm. 10 habe ich angefangen, genau. Jetzt haben wir 3. Ja, Ziel 30 durch diese hohle Gasse. Muss er kommen. Oje. So verhungert das. Eichkratzschwafel. Heißt das so auf Bayerisch? Eichhange. Eichhange. Einer ist hängen geblieben. Hier muss man durch diese hohle Gasse. Das sieht man ja schon. Ups, einer ist wirklich hängen geblieben. Scheiße. Da waren schon. Ja. Also, das ist Eichhandel-Lepra, ganz klar. Getroffen, aber abgeprallt. Gilt. Fahren. Dahinter schon Fahren. Schaut sich an, der Fasan und auch ein Reh liegt da noch. Haben alle drei getroffen. Den Fasan, oh, den Baumstamm, mein Gott. Okay, Operatorpfeil. Reithühnchen, die Stuhl Luchs. War jetzt Ziel 30. Boah, jetzt bin ich am Arsch. Ich freue mich jetzt auf ein schönes, kalte, dunkel, koffeinhaltiges Zuckergetränk in dunkler Farbe. Und auf dem Pool. Auf dem Pool, ja, ich sitze gleich im Pool. Ein echt toller Parcours. Macht richtig Fun, richtig toll. 2 Ziele leider gesperrt. Ein Adler, der abgerissen wurde. Hat mir eben ein Vereinsmitglied erzählt, das ich hier getroffen habe. Mutwillige Zerstörung. Ich weiß, ich verstehe sowas nicht. Da gäbe sich Leute ehrenamtlich so viel Mühe und andere machen es kaputt. Also an die, die das Zeug irgendwie kaputt machen oder falsch behandeln. Macht was anderes, ja, aber lasst es bleiben. Und dann so ein Horst mit Geier, mit sehr schön arrangiert, aber da ist ein Wespennest, das wird zugemacht. Finde ich auch sehr gut. Soll wohl noch ein Mammut kommen. Auch sehr, sehr schön arrangiert hier. Tarzansiane liegt noch hier, er selber ist gerade nicht da. Letztes Ziel, ein Mammut, auch von diesem Handwerker, Künstler, der auch den Drachen bei Kummersklinge gemacht hat. Sehr geil, wirklich sehr, sehr geil. Also, schaut es euch an. Also, das verdient mal wirklich riesen Respekt. Super, oder? Also wirklich unglaublich schön. Burgeparcours Kulmberg hat, ich glaube, das war jetzt Nummer 32. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mal aufgepasst. Genial. Ich war jetzt mit Pause, ein bisschen schwätze, Zeit lasse, 5 Stunden unterwegs. Großes Lob an die Betreiber, an den Verein. Also ich komme definitiv wieder, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr gut gefallen. Was soll ich noch sagen? Hat alles mitgemacht, tolle Leute, sehr nette Leute getroffen, Vereinsmitglieder getroffen, ein Schweizer Ehepaar getroffen
ein Ehepaar aus dem Raum bei Nürnberg. Wenn die Leute das sehen, die ich das getroffen habe, hier nochmal liebe Grüße. War sehr angenehm, mit euch zu laufen, zu unterhalten oder ein bisschen auszutauschen. Somit verabschiede ich mich aus dem Parcours Kollenberg und werde morgen den Parcours in Stadt Prozell dann auf der Henneburg noch machen. Man sieht sich. Bis dann. Danke. Ciao. Ja, das ist eine scheiße Idee. Stop recording. Stop recording. Direkt in den Mund. Mach die Todesrolle. Guck, guck. Ja, Kirschbaum. Scheiße, als Kind bin ich da noch hochgekommen. Au, au. Ich hab's natürlich wieder mal geschafft, nicht zu filmen, während ich auf dem Pferd saß. Verkehrt gelaufen. Technik, Technik, Kamera, Kamera 1 läuft, Kamera 2 läuft, Ton, glaube ich, die erste, zweite, dritte.